Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, bei Peyton wurde ins Auto eingebrochen. Musst du mich nochmal dran erinnern? Das ist nicht so chillig, das ist uns heute Morgen passiert. Da werde ich am Ende dieses Videos hier nochmal kurz drauf eingehen, werde euch auch Peytons Video dazu verlinken, falls ihr helfen möchtet. Ich glaube, niemand kann helfen. Darum soll es heute allerdings nicht gehen, sondern hierum. Das ist BitLife und wir müssen hier irgendwie erstmal ein Geschlecht auswählen. Sind wir männlich oder weiblich? Weiblich. Frauen haben schönere Klamotten. Ja, du hast keine Klamotten mehr. Ich habe auch keine Handtaschen mehr. Naja. Also klicken wir jetzt mal hier auf weiblich und wir müssen nun auswählen, wer wir sein möchten. Magdalena Decker, Elisa Wozniak oder Xolani Langert? Wir sind die Elisa. Unser neues Leben beginnt. Ich wurde hier geboren. Polen. Okay. Wir sind in Deutschland geboren. Jetzt nicht mehr. Bei der Geburt wurde mir das weibliche Geschlecht zugewiesen. Ich wurde auf der Hochzeitsreise meiner Eltern gezeugt. Das ist super, freut mich. Ich habe am 16. Juli Geburtstag. Mein Sternzeichen ist Krebs. Boah, Krebs. Sternzeichen, damit weibe ich jetzt nicht so. Nicht? Ich schon. Ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Ich heiße Elisa Wozniak. Meine Mutter ist 18 Jahre alt, Arbeitslose und heißt Gabriela Michael Chilich. Mein Vater ist 41 Jahre alt, Hochzeitsplaner und heißt Rafael Wozniak. Unser Bankguthaben ist fast so hoch wie Sandras. Das war jetzt nicht so witzig. Du bist recht glücklich, gesund und klug, doch leider bist du ziemlich unattraktiv. Hier steht Zufriedenheit, alles voll im grünen Bereich und Aussehen nur 11%. Naja, aber wir sind intelligent, reicht doch. Tippe auf Alter, um ein Jahr älter zu werden. Triff auf deinem Lebensweg Entscheidungen und lebe dein bestes oder schlimmstes Leben. Okay, ja, perfekt, Digga. Sale. Zeit für ein Nickerchen. Wäre ich auch dafür. Was wollen wir machen? Wollen wir treten und schreien, einen Kompromiss eingehen, ein Nickerchen machen oder weinen? Ich würde sagen, Nickerchen machen. Nee, ich würde sagen, wir weinen, so wie ich heute Morgen. Okay, dann weinen wir. Ich glaube, ich kaufe mir mal die Ad-Free-Version. Ab wann ist, bin ich hier so... Puste? Ich glaube nicht. Guck mal, was ich hier für euch investiere, Alter. 8 Euro. Ja. Ich hätte mal 8 Euro im Parkhaus investieren sollen. Also nur zur Info, Peyton wurden aus dem Auto irgendwie Handtaschen im Wert von keine Ahnung wie viel Geld geklaut. Und wir haben dazu auch schon ein Video auf ihrem Kanal hochgeladen. Also wenn ihr das gerne sehen möchtet, klickt hier. Oder wartet nur bis zum Ende des Videos. Guckt das hier erstmal zu Ende, dann guckt ihr das andere. Die sollen erstmal bei mir. Erstmal bei dir bleiben. Genau. Also, wir können jetzt auf jeden Fall unser Alter hier verändern. Klicken jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen älter werden. Impfung? Was? Ja. Jetzt schon? Ja, natürlich. Hey, du wirst doch immer geimpft, wenn du noch so klein bist. Gegen so ich diese nicht. Du nicht? Ich habe alles besiegt. Deine Mutter geht mit dir zum Arzt, um dich impfen zu lassen. Wie verhältst du dich? Versuchen, ruhig zu bleiben, hysterisch werden und ausflippen, beißen. 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 Ja. Wie alt sind wir inzwischen? Wir sind 2 Jahre. Kannst du deinen Arm ein bisschen anders machen, dass ich auch was sehe? So? Von, ja. Ich klicke mal wieder auf Alter drauf. Jetzt sind wir schon 3 Jahre. Deine Eltern wollen dir ein Tier namens Ace kaufen. Ich dachte, meine Eltern sind getrennt. Ja, aber sie können doch trotzdem zusammen Geld ausgeben für dich. Unsere Eltern sind doch 23 Jahre auseinander. Ich dachte, diese 8 Jahre bei uns wären schon krass. 8? Ja, du bist ja geistig noch 5. Mhm. Warte mal, dann wärst du auch... Dann wäre ich auch... 13. Ja. Wie süß, deine Eltern haben dir einen Hund namens Ace nach Hause gebracht. Sehr gut, können wir den irgendwie umbenennen, weil der Name klingt scheiße. Aussehen können wir boosten, steht hier unten. Ab zum Schönheitsdoc mit 3 Jahren. Die alte Dame von nebenan bietet dir ein cooles neues Lätzchen mit Sophia die erste Motiven an. In letzter Zeit hast du beim Essen deine ganzen Klamotten vollgesaut. Das klingt nach dir. Hm? Obwohl, das du hast ja keine Klamotten mehr. Fast 3-mal so sexy jetzt wie vorher. Noch ein Jahr älter. Gelbfieber. Du leidest an Gelb. Ich dachte, wir haben uns impfen lassen. Andere Sache vielleicht. Du kannst ja nicht gegen alles impfen lassen. Nee. Wir gehen nochmal ein Jahr mehr. 6 Jahre. Lieblingsfastfood. Deine Eltern führen dich zum Essen aus und fragen dich, welches Fastfood-Restaurant dein Lieblingsrestaurant ist. Ich mag kein Fastfood, Pizza, KFC oder McDonald's. Weißt du was? Für dich eh McDonald's. Nee, mal was anderes. Ich sage, wir mögen kein Fastfood. Vielleicht macht das unser Aussehen dann nochmal ein bisschen höher. Nee, macht's nicht. Schade. Aber müsst du denn mit 6 Jahren nicht mal mittlerweile in der Schule sein? Unser Aussehen ist bei 1%! Was? Warum ist das denn so gesunken? Ich dachte, wir hätten so ein geiles Lätzchen bekommen. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen älter werden. Das kommt ja bei vielen erst mit der Zeit. Grundschule, du besuchst jetzt Grundschule. Okay, perfekt. Machen wir nochmal ein Jahr älter. Tot? Oh, das Tier ist tot. Aber was haben wir doch gerade erst bekommen? Naja, es waren jetzt 7 Jahre. Ey, ist es geschwommen. Ganz kurze Schweigeminute. Der war so schön. Ja, wie meine Taschen. Angstzustände. Wir haben Angstzustände mit 10 Jahren? Ja, kannst du doch haben, wenn du so zum Beispiel so, keine Ahnung, Klaustrophobie oder so hast. Ich glaube, wir haben Angstzustände, weil unser Aussehen bei 1% liegt und unsere Zufriedenheit bei 0%. Ey, sorry, wir müssen aber irgendwas wir sind dran schlau. Ändern.
Guck mal, wir sind schlau. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir unzufrieden sind. Die Sache ist halt allerdings, dass ich bisher nur auf Plus beim Alter geklickt habe. Wir können ja mal auf Beziehungen klicken. Wir haben eine recht gute Beziehung zum Vater und zur Mutter. Ace ist halt verreckt. Wenn ich hier auf Aktivitäten klicke, sehen wir, dass wir gar keine Aktivitäten haben. Vielleicht brauchen wir ein Hobby. Wir suchen uns erstmal ein Buch. Buch? Gute Nacht, lieber Mond. Buch lesen. Unsere Zufriedenheit ist bei 50%. Ich klicke jetzt mal auf Besitz drauf. Wir haben gar nichts, weil wir auch noch erst 10 oder 11 Jahre alt sind. Nee, 9 sind wir. Von daher klicke ich jetzt mal hier auf Schule. Können wir irgendwas für die... Unsere Noten sind auch nicht so gut. Guck mal, die Klassenbeliebtheit ist nicht so ganz... Wir müssen unsere Beliebtheit steigern bei den Klassenkameraden. Ich klicke jetzt mal hier auf Erik Wisniewski drauf. Unsere Beziehung zu ihm ist relativ gering. Ich würde sagen, wir freuen uns erstmal mit ihm an. Warum denn direkt mit einem Typ? Wir haben eine freundliche Abfuhr bekommen. Erik aus deiner Klasse will sich nicht mit dir anfreunden. Das ist doof. Können wir den irgendwie töten? Sollen wir Erik einfach mal beleidigen? Nein. Doch. Wir brauchen Freunde. Wir haben Erik beleidigt. Wir müssen zufriedener werden. Du hast Erik aus deiner Klasse Freak genannt. Jetzt haben wir es dem gegeben. So, hilft doch jemand. Er hat dich angegriffen. Das Gehirn wurde abgerissen. Was wurde abgerissen? Unser Gehirn. Das Gehirn wurde abgerissen? Was? Unsere Gesundheit ist bei 14%. Wenn unser Gehirn rausgerissen wurde mit 9 Jahren, sind wir tot. Eigentlich müssen wir auch mal an unserem Aussehen arbeiten, weil das ist noch schlechter. Alter, unser Gehirn ist raus. Und du denkst an dein Aussehen. In der Schule haben wir hier auf jeden Fall nichts. Im Besitz haben wir auch nichts. In den Beziehungen haben wir auch nichts zur Gesundheit. Und bei Aktivitäten können wir Doktor zum Arzt gehen. Wir machen in die Notaufnahme mal ganz schnell. Suche noch heute zu den Notaufnahmen aus. Viel besser. Okay, wir sind in der Gesundheit bei 18%. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal zum Arzt, würde ich sagen. Also Doktor, schulmedizinisch behandeln lassen. Wir gehen zu Dr. Vishnjotgret wegen Gelbfieber. Stimmt, wir hatten ja die ganze Zeit Gelbfieber. Wir haben das Gelbfieber vergessen. Wir haben 6 Jahre lang Gelbfieber gehabt. Vielleicht ist das auch ein bisschen für die Angstzustände verantwortlich gewesen. 5 Sekunden später. Du leidest weiterhin hieran. Gelbfieber. Dann ist das jetzt halt so. Von daher klicke ich mal wieder auf Alter und wir sind 10. Störenfried, vor dem Unterricht siehst du, wie Isabela aus deiner Klasse ein Antazidum aus dem Pult von Frau Kucharski nimmt und aus dem Fenster... Ey, wenn das früher ein Diktat gewesen wäre, ich wäre verreckt in der Schule. Ich kenne seine Wort nicht mal. Was hat sie rausgenommen? Ich kenne gar kein Wort, was da steht. Also. Was machst du? Über sie lachen, sie angreifen. Die Leiste deines Opfers wurde mit einem Auswärtshaken getroffen. Du hast dir die Kniescheibe angebrochen. Sie ist an ihren Verletzungen gestorben. Oh. Hast du sie gerade umgebracht? Also wir? Jetzt landen wir im Knast mit 10. Kann man mit 10 in den Knast? Wir sind 10 Jahre und haben Menschen getötet. Wir sind übelst unzufrieden, besitzen fast gar keine Gesundheit mehr, weil wir seit 9 Jahren an Gelbfieber leiden. Unser Aussehen ist bei 2%, aber wir haben eine 93%ige Intelligenz. Von daher würde ich sagen, meine liebe Elisa Wozniak, wir hoffen, dein Leben war schön. Viel Spaß im Knast. Wir hoffen, dass ein paar Leute auch in den Knast gehen, die Handtaschen abgezogen haben. Ich glaube nicht, dass wir die kriegen werden, aber naja. Falls ihr euch dafür interessiert, Freunde, dann klickt gerne mal auf Peytons Kopf, denn da verlinke ich euch jetzt gerade mal das Video eingeblendet, wie wir Storytime so ein bisschen erzählen, wie Peyton Sachen im Gesamtwert von über 60.000 Euro geklaut wurden. Wenn ihr irgendwas gesehen haben solltet, aus Hamburg kommt oder keine Ahnung was, dann klickt dort gerne drauf. Wir sind für jede Hilfe sehr, sehr dankbar. Sonst könnt ihr auf meinen Kopf klicken und meinen Kanal abonnieren. Danke.